Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch recht herzlich zurück zu Bayonetta 2. Im letzten Part haben wir gegen unseren ersten, also abseits vom Anfang, gegen den ersten Dämon gekämpft, was etwas verwirrend ist, weil wir normalerweise nie gegen Dämonen kämpfen, da die auf unserer Seite sind. Aber irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Und ja, wir setzen den Kampf dann einfach mal fort. Es ist ein, wie ihr seht, merkwürdiges Wesen, das aus Zahnrädern besteht. Ich habe mich irgendwie in den Vogel verwandelt, war gar nicht meine Absicht. Hoppala. Draufhauen. Und climaxen. Wenigstens so ein paar Dämonen gehorchen uns noch. Es ist nicht alles verloren. Du hast eine Goldmedaille erhalten. Das ist, und wahrscheinlich neue Waffen, so wie das aussieht. Oh, und Wasser. Oh, oh. Ach nee, wir können ja unter Wasser atmen. Wie bin ich denn jetzt gerade auf die Idee gekommen, dass das schlimm wäre? So, wir müssen anscheinend wahrscheinlich da hoch. Da hat sich gerade ein Weg zu Roden aufgemacht, aber wir brauchen zurzeit nichts. Deswegen fahren wir einfach mal weiter hier das Wasser hinauf. Bis nach ganz oben. Schwupp, hoppala, da sind wir auch schon. Große Halle. Und dann schauen wir uns in der großen Halle mal etwas um. Da sieht das schon nach Literatur aus. Nee, ist eine Schallplatte. Gar keine Literatur. Erlkönig, 2 von 2. Also die neueste Waffe ist frei. Heißt, das nächste Mal bei Roden gibt es wieder eine neue Waffe. Oh. Lichtgestalt. Keine Ahnung, wofür wir das gekriegt haben, aber es freut mich. Fokus auf einen Gegner ist, glaube ich, schlauer. Zerplatzen sie alle. Großartig. Das haben wir doch wieder mal gut gemacht. So. Platin. So lobe ich mir das. Hier ist sonst soweit nichts versteckt. Okay. Gehen wir mal bei der anderen Seite gucken. Hier ist ja das Loch, aus dem wir kamen. Ah, siehst du. Da kubbelt noch ein Schrein rum hier hinten. Ganz einsam und verlassen. Oh, mit jeder Menge Kohle drin. Dann müssen wir uns jetzt wohl auf nach oben machen. Nippala. This is it. The bridge to the heavens should be right above us. Are you sure? Not really. Not really, huh? But you're right. This is it. Call it a woman's intuition. Women's intuition? What kind of silly comic book shit is that? You still don't know a thing about me. Let's just say I have plenty of experience with nothing coming to mind. What? I spent 500 years not knowing who I was. I only found out the truth recently. You too? Listen, I don't remember a thing. Nothing. I don't even know why I'm so damn sure I need to go to that mountain. But I know I have to. It's all I know. Does that make any sense? Come now, little one. Can't let the girls know you've got a heart. It's not like that. If that's all you know, that's all the sense you need. Just believe. That's what I did. Und hat uns ja auch erfolgreich weitergebracht. Was los, Kleiner? Bleibst du jetzt? Ja, lass es uns durchziehen. Das sieht doch schon einladend aus. Erstmal wieder Literatur. Und zwar unerklärliche Funde. Schauen wir mal. Was er denn da wieder Unerklärliches gefunden hat.
Manchmal entdeckt man Objekte aus der Vergangenheit, die man sich nicht erklären kann. Mir sind Artefakte begegnet, die ein derart spezielles Wissen voraussetzen, über das die Menschen zu dem Zeitpunkt, an dem sie angeblich erstellt wurden, noch gar nicht verfügen konnten. Es finden sich Ruinen, deren Existenz sich nur durch Bautechnik erklären lässt, die der Epoche, der sie zugeschrieben werden, weit voraus waren. In Ortun soll man besonders häufig fündig werden. Daher habe ich mich dazu entschlossen, die Kathedrale der Kaskaden genauestens zu untersuchen. Die Kathedrale ist inmitten des Sees gelegen und kann nur mit dem Boot erreicht werden. Die Außenmauer befindet sich in einem schlechteren Zustand, als ich erwartet hatte. Schutt blockiert den Eingang, sodass ich etwas improvisieren musste, um ins Innere vorzudringen. Überraschenderweise war sie dort eindeutig besser erhalten und ich erreichte das Herzstück der Kathedrale im Nu. Das Fundament ihres höchsten Turms, Symbol des heiligen Bergs Fimbulvetta, soll durch ihn einen Pfad geführt haben, der den Gipfel des Fimbulvetta mit Nortun verband. Ich bin auf eine mysteriöse Kugel gestoßen. Könnte es sich dabei um eine Art Aufzug handeln, von der mir der Einwohner Nortuns erzählte? Kurioserweise konnte ich keine Kabel oder ähnliches entdecken. Wie soll die Kugel also Menschen zur Turmspitze befördern? Aber da ich nirgends Stufen finden konnte, muss es sich um einen Aufzug handeln. Oder liege ich da etwa falsch? Was sich die Menschen alles ausdenken, egal. Wozu die Kugel diente, ich werde es schon herausfinden. Ich habe ein Foto von der Apparatur geschossen und werde eine Expertenmeinung einholen. Nachforschung hier beendet. Nee, aber natürlich erst, wenn ich meine Nachforschung hier beendet habe. Nachforschung hier beendet, hä? Wie hört denn der Satz auf? Okay. Da ist die Kugel. Bevor wir die Kugel benutzen, gucken wir uns um. Ich habe gerade eben schon ein Schrein gesehen. Irgendwo da hinten. Aber wo war er? Bin mir ziemlich sicher, dass da gerade eben noch was war. Und da ist auch schon die nächste Herausforderung. Der stellen wir uns auch nochmal. Wir wollen ja nicht zu schnell aufgehen. Bis jetzt hat es ja immer geklappt. Gucken wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Aber wahrscheinlich kommt jetzt endlich das mit den Säulen. Dann kann ich gleich wieder umdrehen. Da bin ich wahnsinnig geworden. Okay, let's do this. Laufen, 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 laufen. Moment, was diesmal? Besiege den Gegner vor Ablauf der Zeit. Das klingt doch machbar. Oh je. Mist, ich wurde einmal gehittet. Ah, sieht nicht gut aus. Ne, 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 ne. Oh je. Ne, dann habe ich mich fälschlicherweise auch noch in den Vogel verwandelt. Ah. Hat trotzdem funktioniert. Ich dachte, das schaffen wir nicht, aber es ist geglückt. Ich weiß nicht wie, aber es ist geglückt. Das ist doch auch schon mal schön. Zack, und das nächste Herzchen eingesammelt. Jetzt brauchen wir noch eins, dann haben wir schon wieder den Balken verlängert. Not bad. Okay. Verlassen wir diesen Ort. Einfach mal wieder ein bisschen hauen. Oh, Doppelsalto in der Luft. Juhu. Süße Krallen, ey. Ah, guck mal, jetzt konnte ich nach oben. Hm, merkwürdig, das geht irgendwie nicht immer. Oder ich bin zu dösig. Eins von beiden. Ich tippe auf Letzteres. So eine reine Intuition von mir. So, komm, lad mal schneller. Ich will weiterspielen. Ich will weiterspielen. Keine Lust, durch die Matrix zu laufen. Jawohl. Das Spiel hat auf mich gehört. So, ich bin mir hundertprozentig Jochen Heil-mäßig sicher, dass hier irgendwo gerade... Da ist erstmal so ein Vogel. Und da war gerade eben noch eine Kiste. Da ist sie. So, Kiste haben wir schon mal. Wusste doch, hier ist irgendwas los. Was ist das? Wie das Testament. Oh, scheiße. So, und dann habe ich doch gerade hier noch einen Vogel gesehen. Den könnten wir auch noch sammeln. Ist zwar nur für Shits and Giggles, weil ich diese Stempel niemals benutze, aber man könnte es ja trotzdem machen.
Oh nein, versagt. Was war das denn? Ich habe leider nicht schnell genug den Knopf gedrückt, weil ich bescheuert bin. Ist einfach so. Vielleicht sollten wir es doch lassen, den Vogel zu sammeln. Das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Rennen wir erstmal wieder den ganzen Turm hinauf. Dummer Guppelvogel. Am besten klettert man auf das Ding und sammelt es dann von dort. Ich will diesen Vogel haben. Er haut ab. Ich hasse den Vogel. Ich hasse den so sehr. Gut, ich will den Vogel nicht haben. Vögel sind völlig überbewertet. Ich will jetzt lieber rausfinden, ob das ein Aufzug ist. Was meinst du, Kleiner? I think I remember this. Huh? Okay. Okay, er ist in die Kugel reingeklippt. Nimmst du mich mit rein in die Kugel der Freuden oder was auch immer das da ist? It's a ball. Okay, er hat Luca gefunden. Hi, Luca. You again? Oh, hey. Mouthy Brad Kid. So, I see you're acquainted. How did you get here? I'm the great Luka Luca. I didn't go through all these ridiculous ordeals to just randomly show up in opportune places, you know. See? Risking everything for nothing. Told you I knew someone just like that. So, what are you after this time? Oh, loads of stuff. For instance, I found this really great place for seafood. They do an amazing sardinian there. Jetzt bekomme ich Appetit. I'm investigating an old Noatun store. Noatun. Known as the Legend of Aesir. Okay. The Legend of Aesir? Er hängt da immer noch in der Kugel rum. And this fairy tale is... Actually, this might have something to do with you, Bayonetta. You ist dem so. Say. The Legend of Aesir. A legend from the dawn of time. Nobody knows where the world came from. A struggle caused the trinity of realities to be split into three realms. Light, darkness, and chaos. Obviously, our world was the one born from chaos. The three worlds all needed rulers. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Aesir. Aesir spent the first eternity quietly looking upon the earth from his holy mountain. Where we only see reality and make it match our rules of the world, Aesir saw through reality, and those visions became our world. These observations became Aesir's power. Aesir's eyes were truly the eyes that created the world. However, Aesir pitied the humans for their naivete and lack of free will. So the power he wielded was split into two equal halves and entrusted each to humanity's instincts. The right eye of light and the left eye of darkness. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. They could now choose. With control of the eyes of the world, the eyes that determine destiny, humans could choose their own paths. They awoke to their own identities. Man is but a reed, the most feeble thing in nature, but now we were thinking reeds, and we took our first big step towards grand prosperity. The inheritors of the eyes of Aesir had been granted the power of creation. The eyes? Die kennen wir ja noch. That's right. The eyes of the world, controlled by a Lumen Sage and Umbra Witch. The eyes of the world? However, the influence of the right eye, the one controlled by the sages, left this world forever with the death of the final sage.
the natural disasters that are occurring right now have something to do with the loss of the right eye? And what will happen to our planet? Those are the truths I'm after. And the truth will always be the truth. So if the truth is here, then so am I. Okay. And I think the key to that truth is that mountain, Fimbulventer. How do you find these things? I've done my homework. Would you expect anything less from the marvelous, magnificent, magnanimous Luca? Hatte er verdient, würde ich mal meinen. Oh, Engel! Bayonetta, get on! Oh, Engel, während wir auf der Kugel sind. Okay. Wollen wir recht sein? Oh, what the fuck? Das war ein One-Hit-Kill, den hätten wir uns lieber aufsparen sollen, die Waffe. Ach komm, ich will mal den Folterangriff machen. Zack, weil es so witzig ist. Wow, scheiße, irgendjemand ist hier noch am Angreifen, ich weiß noch nicht wer. Wo bist du, wo bist du? Auf meinem Bällchen sehe ich niemanden mehr. Ja. Da habe ich dich doch mal eben zerknallt. Habe ich wieder einmal zu viel gedrückt. Au! Richtig die Action hier auf der kleinen Kugel. War damals auch immer so viel los, wenn die da mal mit dem Fahrstuhl in Anführungszeichen gefahren sind. Ich will diese Waffe. Oh, schade, darf ich nicht. Ihr braucht gar nicht anfangen zu schießen, das lassen wir mal lieber sein. Zack, wieder den Popo versohlen. Ah. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich muss auf meinem Bällchen rumlaufen und finde ihn nicht. Wo bist du? Ich kann ihn hören, aber ich kann ihn nicht sehen. Wo ist der Typ? Wo ist er? Da. Da habe ich dich mit einem eigenen Waffen geschlagen. There we go. Oh, 250 Schaden gekriegt. Schade, schade, schade. Oh shit, nicht er wieder. Shit, we're not going to make it. Du musst glauben. Ach, du haust ab. Oh, das geht natürlich auch. Oh oh. Der Fahrstuhl macht sich wieder auf. Nach unten. Okay. So scheiße. Okay, wir rennen mal weg. Ist auch nicht verkehrt. Oh oh. Okay, wir müssen ausweichen. Alles klar. Oh, was ist L? Da kannst du von ausgehen, dass das nicht worked. Ah. Friss meine Karten. Mein Name ist Yugi Muto. Oh, guck euch die Lichteffekte an. Jawoll. Eat this. Oh. Sah ja wohl geil aus, wie er da am Wegfliegen war. Platin. I can just do something about that. Ja, wir gucken mal. Wir müssen eine Aktion durchführen. Doch bevor wir diese Aktion durchführen, nächste Mal, machen wir eben fix einen Break, weil der Horn ist auch wieder am Kren. Oh, nicht wegspringen. Jedes Mal, wenn ich breaken will, komme ich mit dem Knie gegen den Knopf. So, dann machen wir hier kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.